Ja, ich bin halt heiß, aber das musst du mir doch gar nicht so sagen. Ah, jetzt weiß ich aber, wie das in etwa funktioniert. Guck mal das hier, siehst du das Was hier? Was ist das denn? Ein Vorschlaghammer mit einem Grasbänder dran? Ja. Alter. Wow, was ist das? Ist das dieser Anduin Lincoln Mod oder was ist das? Gute Frage, nächste Frage. Die fucking Dings ist defekt, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Standard Höllenfeuer. Bosch Mull. Egal. Ich habe so viele modifizierte Waffen im Inventar, ne? Dito. Da tut gleich gar nicht weh, wenn in meinem jetzigen Inventar die Waffen irgendwie kaputt gehen, wa? Ach komm, die repariere ich jetzt auch mal. Wollen wir? Uno Sekunda! Ich mach gerade nur ein bisschen was Dingens. Alter, was drückst du denn für eine Hammerwurst raus, ey? Soll ich dir zeigen? Schick ich dir per Post. Bitte nicht. Okay, auf. Geht doch. Bah, ey. Wenn die dann sprechen kann, wenn die hier ankommen, weiß ich Bescheid. Na, das erklärt so einiges, ne? Ja! Du springst doch hoch! Oh, Junge! Was hast du da gemacht? Wohin gehst du? Wohin läufst du? Etwas hier rüber und oben auf den Dächern. Achso. Aber immer noch zur Richtung Waypoint, ne? Parkour-Fieber. Aha. Wie kann man eine Herausforderung annehmen? Da wäre ich sogar für, aber erst wenn es nicht kurz vor der Nacht steht, tatsächlich. Ja, da bin ich ganz bei dir, mein Freund. Außer du möchtest natürlich die Herausforderung haben. Es wird übrigens dunkel, ne? Au! Das war mal eine Kauleiste, glaube ich. Wow. So, was sollen wir tun? Geben Sie sich zum Bazar und finden Sie Assis. Ach so, ja, müssen wir nur irgendwie mit Kleingeld rumklimpern, dann kommen die Assis. Wow! Der ist übrigens hier. Glaube ich. Hoffe ich. Du bist nicht Assis. Vulkan. Da ist doch. Vulkan! Wollte ich nur mal so mal ange. Da ist wirklich Vulkan. Ich geh kaputt, Alter. Ich kann da auch nicht ansprechen. Alter. Öffnen. Alter, da ist doch bestimmt irgendwas drin. Hier ist erstmal ein Händler. Ich verkauf was. Ach, hier ist er. Warte noch andere Spieler. Was hat denn der Händler für Sachen? Ja, ne? Ja. Oh, ein Bogen. Ja, ich kaufe mir auf jeden Fall jetzt mal ein paar Pfeile noch. Entwurfpfeile? 1800? Ja, komm, ich hab das Geld, ja. Ist der Bogen denn gut? Hast du den schon ausprobiert? Da ist eine Pistole! Nimm die mal mit, dann können wir nämlich die eine Quest abschließen. Tatsächlich. Hast du die mitgenommen? Ah, oh, ich will die jetzt nicht für 7000 Dollar kaufen und dann für einen Quest pimmeln, Alter. Die würde ich lieber, für das Quest würde ich lieber eine nehmen, die wir gefunden haben. Ja, aber wann findet man denn mal eine? Nie. Aber weißt du was, ich kaufe die. Was kostet die? 6700. So, zack. Pistolenmunition kaufe ich auch nochmal. Weil dann können wir nämlich wirklich die Quest abschließen. Tatsächlich. Warte mal, bevor wir den Typen jetzt ansprechen, ich möchte mal gerne wissen, was passiert, wenn wir jetzt in Quest die mit der Schusswaffe anwählen.
Ich will die nicht weggeben. Die hat mein letztes Geld gekostet. Wieder letztes Geld. Kannst du dir Geld geben? Dann passt das. Lass uns die Beine suchen. Ola? Ich kann keine kaufen. Wir gehen einfach hin und farmen ein bisschen und dann die nächste lieber kaufen, weil die eine will ich jetzt behalten. Ja, gut. Der Typ kann warten. Der will eh irgendwen erschießen damit. 100 Pro. So, jetzt lass uns erstmal den Typen ansprechen. Ryan, was ist mit Assam passiert? Na, was schon. Ein gefährlicher Job, den ihr da habt. Also, ich hab alles hier, bis auf das Nitrophenol. Du hast also nicht alles. Ryan wird das nicht gefallen. Was soll ich machen? Der Butter hat letzte Nacht bei einem Unfall im Tunnel sein Auto geschrottet. Und das Nitrophenol ist im Kofferraum seines Wagens. Du wirst es also holen müssen. Das ist das allerletzte Nitrophenol. Es wird unmöglich sein, das Zeug irgendwo zu kriegen. Was für ein Wagen ist es? Weiß. Mein weißer Wagen. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Du willst das wirklich durchziehen? Ryan hasst es, enttäuscht zu werden. Du bist ja ein harter Hund. Solltest du das Ganze überleben, hätte ich vielleicht einen Job für dich. So, dann lass uns mal dieses Zeug holen. Oh ja. Warte mal, was war das? Hast du gerade gesagt, mach das nicht nochmal, du Spasti? Wollen wir los? Ich schraub deinen Kopf ab und scheiß dir in den Hals, Alter. Wow. Ja! Oh Gott. Was hast du getan? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ja doch, vielleicht ein bisschen, aber ich komm. Wieso glaube ich dir das nicht? Ich spring vor. Fuck. Mit. Oh, wir sind auch wieder auf besagter Straße. Besagter Straße, mein Gott. Siehst du es auch? Was sehe ich? Genau das. Na. Ja, hier stehen nur weiße Wagen rum. Danke dafür. Hier ist erstmal ein bisschen Loot. Ja, ich kann grad nicht. Ja! Hör auf, an meinem dicken Zeh zu nuckeln, Alter. Bah. Boah, ich kann mich tarnen. Alter. Ohne Spaß, ne? Hallo. Ich tarn mich. Ja, die Sicht wird sogar noch verschwommen. Alter, hier, treib dich mit Gedärm ein, voll geil. Ja! Au, au. Alter, hier stehen ja nur weiße Autos. Ja. Nein, 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 Alter! Ich geh am Arsch! Ich geh am Arsch! Ich geh am Arsch! Ich geh am Arsch! Alter, hat dich gerade gekillt? Ich bin auch tot. Was? Alles gut? Alles, was mein deprimiertes Selbst jetzt noch grüßen kann, sind Käsechips mit Käsedip. Macht doch Spaß, oder? Wo bist du? Ach da, du stehst in mir. So, let's go. Ab in den Tunnel. Hast du ein Rad ab? Etwas, ja. Ha, dann kommt da ganz rein von hier. Ja, aber dann gehen wir andersrum. Ja, ich hab Viecher. Tschö. 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 Alter, was ist los? Lass uns das doch machen. Die sniffen das doch schon, dass wir hier den Fuß rausstecken, Alter. Vielleicht sollten wir lieber mal schlafen. Schlaf wird überbewertet. Schlafen können wir auch, wenn wir tot sind. Und das sind wir hier schon ziemlich oft. Also passt das. Ach, wir können hier gar nicht schlafen. Nee. Wir können hier gar nicht schlafen. Ah, ist das ein geiler Safe-Bereich hier. Warte mal, direkt vor der Tür steht einer. Ja, passt. Komm. Ich leuchte den mit der UV-Lampe an und du klatscht drauf, ja? How about no? Ja.
Da sind zwei Leute hinter dir. Ja! Da kommt einer! Hau ab! Kann grad nicht, wird angeknabbert. Hey, hau ab! Ist egal, nimm den anderen Zombie mit hier so, Alter. Supai, du ab? Ja! Ja! Komm hier rein! Sollen wir den Supai Drop holen? Na komm, lass uns den holen. Ich hab da Bock drauf. Nee, da ist auch einer. Nee. Oh, wir sind richtig am Sack. Guck mal, wo der ist. Hallo. Nee, der kommt ja hier nicht rein. Easy. Alter, sieht das viel widerlich aus. Ja. Der will unbedingt. Na, du Spassi? Boah, du sagst mal, was gegen deine Akne tun, ey. So, wenn wir hier nur den kleinen Pimmel rausstrecken, dann kriegen wir schon auf die Fresse, ne? Ist ja klar. Ja, ich schau den tot. Oder auch nicht. Oh nein, nein, ich steh mit deiner Lampe. Ich bin tot. Ich könnte dir helfen, aber ich weiß nicht wie. Leuchte mit deiner Lampe an und klopp drauf. Ja! Also mit der UV-Lampe, nicht mit der normalen, ne? Oh Junge, ich hab grad nur meine Nase über die Grenze geschoben, ne? Und schon sind die beiden ausgerastet, die sind direkt zwei ausgerastet. Und ich bin festgeglitscht, vielen Dank dafür. Komm her. Wow! Wow! Okay, danke, nein, tschüss. Was? Boah, Alter, da stehst du da oben und fühlst dich sicher, ne? Provozierst den Typen, kriegst Kotze ab, direkt. Die können also auch Fernangriffe. Vorne sind zwei Stück, sollen wir mal um die andere Richtung gehen? Andere Richtung? Okay! Warte, da ist auch einer. Ja, easy, aber das ist nur einer. Nur einer? Ja, guck mal, da hinten, alles safe. Ja! Ihr habt gerade gehört, so alles safe. Oh nein! Macht der Schaden! Ja, okay! Oh, der ist hier drin. Aber wir können nichts tun. Danke, Spiel, dass du den hier reingeglitscht hast. Was zur Hölle? Was passiert? Was? Hallo? Was zur Hölle? Er glitscht fest. Er ist tot! Rapen! Ach, hier sind schon wieder zwei. Ach, hier sind schon wieder drei. Verpiss dich. Tarnung nutzen. Verpiss dich. Alles safe, ich bin getan. Guck mal. Ich bin getan. Naja, aber auch von den anderen? Testen wir aus, tatsächlich. Wo ist denn der eine? Da hinten, ne? Da. Ich bin vor dem auch getan. Ja? Jetzt nicht mehr! Oh nein! So, Supply Drop können wir komplett vergessen, glaube ich, in der Nacht. Warum? Lass uns doch loslaufen. Warte. Wenn wir jetzt loslaufen, kriegen wir den. Alles safe. Ah, so, ich hab mal mein Energy geäxt. Ich tarn mich, alles gut. So, tarne dich und dann let's go. Wie kann ich mich denn tarnen? Ich kann das noch gar nicht.
Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Kommst du? Ich bin nicht getan! Was? Ja, ich kann das noch nicht. Das ist ein Skill, den man erlernen muss. Und ich komme hier nicht weg, Alter. Es sind überall die großen Viecher. Na, warte, ich töte Zombie und dann... Du siehst die Sichtfelder von den Großen auf der Map, ne? Ja. Einer steht so gefühlt 3 mm hinter dir. Ich weiß, aber ich bin getan. Hey, jetzt doch vor denen auch getan. Ich bin vor denen getan, nur die Tarnung hält halt nicht krass lange. Aber die Nacht ist ja jetzt vorbei, also lass uns jetzt mal zum Supply Drop gehen, würde ich sagen. Ja. In diese Richtung, jawohl. Wenn die auf einmal alle despawnen, wa? Als ob nichts gewesen wäre. In welche Richtung bist du gegangen? Richtung Supply Drop. Lala, ich bin der Straße lang gelaufen. Wait a second, please. Let me come for you. I. Ja, I, aber trotzdem. Ich bin unter der Brücke. Da, wo ich hingehöre. Wow! Ach ja, meine fucking Dingens ist leer. Ah, wie weit ist denn der Support Draw? Lala, weg. Der ist hier. Wow, der ist hier. Und beide ungeöffnet. Und keine Asis. Und keine Asis. Geil. Sehr schön. Und let's go. Da hinten ist ein Tunnel, da müssen wir rein. Ach echt? Ja. Pylonen. Auch schön. Direkt ein heimatliches Gefühl. Schon wieder unsittlich berührt, ey. Ja, ich glaube, hier haben wir schon alles. Dann müssen wir müssen den anderen Tunnel machen. Ja. Hier waren wir, glaube ich, eben schon. Was ist denn hier? Kumpel, hier drüben. Ich habe einen Sonder. Wo bist du? Wo ist der? Hier oben. Ach, mit dem kann man handeln. Ah, deutsche 9mm Pistole. Schönes Ding, aber ich habe kein Geld. Amerikanische 9mm Pistole. Ja, die habe ich eben gekauft. Wie teuer war die bei dir? 6.000 oder so. Okay, dann kommt doch noch hin, was ich hier habe. Heimwerkball. Auffälliger Verbundsbaseballschläger. Ja. 8.000 Dollar, easy, habe ich ja. Ich kaufe die Knarre, um die Mission abzuschließen, tatsächlich. Warte, welche hast du denn jetzt gekauft? Amerikanische. Okay, die kann ich hier nicht kaufen, weil sonst hätte ich... Nee, ich habe nur 2.000 Dollar. Ich habe ja gerade 12.000 Jahre oder so, alles gut. Ich habe ein Sonderangebot für dich. Ein Sonderangebot für mich? Wieso kann ich denn nur wie viele Pfeile mitnehmen? 60 mal normaler Pfeil. Also 60 ist wohl der das Maximum für den Stack. Danach musst du einen neuen Stack anfangen. 60 oder 16? 60. Das ist okay, oder? Einmal kaufen sind 15 Stück. Hier ist übrigens eine Truhe. Also du kaufst für 54 15 Pfeile. Ja, genau. Wo ist die Truhe? Ah. Es wird dann wahrscheinlich bei Pistolenmunition und Co. genauso sein. Ja. Dann ist das ja auch einigermaßen in Ordnung. Wir müssen hier lang.
Ab in den Tunnel.